Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wir sind hier in Ignadon bei den Klerikern, besser gesagt Hort der Kleriker, und möchten diesen Reinholde besuchen. Wir haben nämlich eine Nachricht für ihn von einem unseren Chefs, wenn man so möchte. Auf jeden Fall vom Kriegerlehrer Cormac, dem Berserker. Und vorne steht schon der Reinhold. Du begrüße. Du hast dich um unsere Probleme mit dem Elex-Handel gekümmert, obwohl du genau weißt, dass wir dich nicht in unserer Reihen aufnehmen können. Für diesen Einsatz werde ich dich natürlich entsprechend belohnen. Die Kleriker sind dir zu Dank verpflichtet. Cool. Warlord Cormac schickt mich. Warlord Cormac schickt mich. Warum sucht ein Berserker mit uns Kontakt? Haben Sie beschlossen, Ihrem Weg abzuschwören? Das nicht. Ich habe eine Nachricht, die ich dir überbringen soll. Eine Nachricht. So, so. Zeig her. Hier. Ich bin überrascht. Das Siegel ist unversehrt. Euch Berserkern ist mehr zuzutrauen als den Outlaws. Gib mir einen Moment. Ich will die Zeilen gründlich studieren. Ja, gerne. 3 Stunden später. Gut. Ich bin mir jetzt im Klaren darüber, was von uns erwartet wird. Nimm dieses Schreiben mit, da ich nicht davon ausgehe, dass ihr über die nötigen Funkanlagen verfügt. Ich habe es mir übrigens nicht nehmen lassen, ein paar lobende Zeilen über dich niederzuschreiben. Wow, danke. Vielleicht macht es sich ja für dich bezahlt. Mehr kann ich im Moment nicht für dich tun. Sonst noch etwas? Was genau stand in dem Schreiben? Als Botschafter steht mir doch sicher eine Vorausbehandlung zu. Na, ich bin fertig. Das passt schon so. Ich bin hier fertig. Dann lass dich nicht von den Alps erwischen. Das dürfte schwierig sein, da wir schnell reisen können. Aber vielen Dank. Jo. Schön. Gut. Dann kehren wir zurück. Ich hoffe nur, dass dabei keine Quest drauf geht. Irgendwie ist hier gerade ein bisschen ein Problem hier, ne? Wurscht. So. Ja. Vielleicht hat unser Gerät auch nur einen Schaden. Würde mich nicht wundern. So. Ich sollte vorher noch schnell speichern. Für den Fall der Fälle, ich muss vorsichtig sein, dass wir eine Quest ruinieren, die wir eventuell erledigen können. Ja, man weiß ja nie. Ne? Halt, falsch. Darunter. Ich will immer ins Haus rein, ich weiß nicht. Ich brauche Urlaub. Ich bin aber wirklich urlaubsreif, muss ich ganz ehrlich sagen. Puh, in letzter Zeit schieben wir ganz schön viele Überstunden. Ich will nicht jammern, aber das ist schon ein bisschen ermüdend. Aber ich habe dann zum Glück im August Urlaub. Ich hoffe, der verschiebt sich nicht. Und dann heißt es mal ein bisschen Füße auf den Tisch legen. Uhuhu. Und natürlich Parts aufnehmen. Also, ich habe die Botschaft überbracht. Und du hast eine zurückbekommen. Ich habe deine Botschaft den Klerikern überbracht. Deine Rückkehr ist ein gutes Zeichen. Für gewöhnlich zögern sie nicht, jeden zu rekrutieren, den sie in die Finger kriegen. Ich nehme an, man hat dir etwas mit auf den Weg gegeben. Ja, hier. Sehr gut. Und wie ich das sehe, war man sehr zufrieden mit dir. Das kommt uns für die Zukunft sicher zugute. Zumindest wissen wir jetzt, dass Unterredungen mit den Klerikern nicht ausgeschlossen sind. Auch wenn wir uns sicher nicht in naher Zukunft an den Verhandlungstisch setzen werden, ist der Grundstein gelegt. Bis dahin nutze ich die Zeit, um Ragnar und Angrim von meinen Plänen zu überzeugen. Meine Stimme hast du somit redlich verdient. Und weil du das Siegel unangetastet gelassen hast, will ich dich zusätzlich mit reichlich Elixit entlohnen. Was? Hier, das ist mir der Erfolg deiner Mission wert. Wow, 300 Splitter, ich danke dir. Ich bin ganz baff. Vielen Dank. Supi. Ein kurzer Blick einmal auf unseren nächsten Level up. Ja, die Hälfte haben wir schon wieder fast. Das ist ja nicht so schlecht. Okay, können wir da vielleicht Bericht erstatten am verehrten Ragnar? Das würde mich freuen. So. Ich habe nichts gemacht. Du lieber Unkraut zupfen und still sein, Frau. Was?
Ich bin selber eine, ich darf das sagen. So. Ja. Servus. Wegen meiner Beförderung. Ich will über meine Beförderung sprechen. Genau, Cormac hat nichts dagegen. Cormac hat nichts dagegen. Ich habe schon gehört, dass du für ihn eine weite Strecke zurückgelegt hast. Auch wenn ich mir sicher bin, dass mir nicht schmeckt, was er mir bald unterbreiten wird, soll dies nicht deine Sorge sein. Du hast ihn überzeugt. Das gilt es festzuhalten. Gut, jetzt brauchen wir nur noch Level 25. Das ist allerdings ein weiter Weg. Wir könnten vielleicht versuchen, eine Hauptquest zu machen. Was ist das? Cormac und Angrim. Okay. Wir könnten vielleicht versuchen, da wir hier jetzt noch ein bisschen brauchen, bis wir die nötigen Level-Ups haben, könnten wir versuchen, zum Beispiel streuende Chimären umzuhauen. Vielleicht würde das schon klappen. Dass wir einfach solche schweren Quests versuchen. Mutprobe eventuell auch. Ja, falls wir das überleben. Ich bin jetzt nicht so radioaktiv. Ich bin noch nicht so strahlenfest, ne? Ich bin nicht stubenrein. Falsch. Strahlenfest, ne? Strahlenrein, so könnte man sagen. Gefährte. Das könnte man eigentlich auch probieren. Das könnte man auch probieren. Stimmt, Köpfe müssen rollen. Ja, ja, da könnte man einiges versuchen. Ich würde sagen, ich möchte gerne mich mal mit einer Chimäre anlegen. Einfach weil es mich interessiert, ob wir es schon schaffen könnten. Dafür bohren wir uns gleich hier hin. Und schauen uns das Elend einmal an. Ob da was geht. Und da muss ich mal den Alex-Stand überprüfen, ob wir unser kleines privates Lager ausbauen können. Wie viel Elixit haben wir? Zu wenig. Okay. Na, wer springt denn da? Ja, hinter uns. Also können wir theoretisch hier raus. Servus. Oh, grüß euch. Wie viele Tränke haben wir noch? 8 Tränkeleins. Das ist eventuell ein bisschen Schnapsele. Ja, müsste passen. Was haben wir hier für eine Blume? Eine Nordranke, hä? Ray, geh mal auf die Seite. Ich will das looten. Danke. So, geht ja. Man muss ihn immer gut zureden. So, was haben wir denn da? Ein Hundi. Ein Reiser. Und? Jawohl. Der ist gut gegangen. Davon hätten wir schon ein Chimärchen, ne? Okay, wir haben hier leider keine Ölfässer. dass da was explodieren könnte. Ich speichere mal drauf. Ja. Gut. Passt. Ich muss noch kurz erwähnen, ich bin echt heilfroh, ne? Dass wir uns die Mühe gemacht haben und die anderen Gebiete erkundet haben. Schauen wir mal. Bitte. Lucy kriegt immerhin schon mal Damage, die Chimäre, ne? Auf. Wir kriegen aber auch halbwegs Damage. Ich müsste mal was trinken. So, wir hängen irgendwie fest. Buah. Zu saufig. Passt, ausweichen. Au. Ja, das war klar. Und Ray ist erledigt, ne? Ja. Okay. Okay, die ist heftig. Wir haben jetzt zwar mehr Nahkampfschaden, aber die blöde Kuh da ist heftig. Ich werde es mit einem Steam probieren. Okay, brennen tut sie schon mal. Oh! Ich wollte eigentlich... Das war gerade ein Tarzan-Schrei, oder? Ich wollte mich eigentlich gerade... Ja, ausweichen. Alter Schwede. Ja, da stehen die Aufgabe rechtzeitig. Wow. Wieso schlägt die so fest zu? Das gehört verboten. Ah Mann, da will ich das probieren, ne?
Ich habe auch vergessen, die Suppe zu essen. Die hätte vielleicht auch noch was bringen können, ne? Ich habe aber auch die falschen Stims eigentlich, ne? Da gab es ja diese Stims, die mich geheilt hätten. Die habe ich gar nicht, glaube ich. Scheiße. Ah, Käse, echt. Überleben plus 5. Ist jetzt echt noch zu schwer? Wir könnten theoretisch noch eine andere Quest probieren. Vielleicht, wenn wir noch ein Level Up haben. Dass das vielleicht dann leichter für uns ist. Eventuell. Vielleicht, eventuell. Ansonsten, ja, ich bin da ein bisschen zum... Meh, ne? Scheiße. Ja, aber ich glaube, das funktioniert. Dann vielleicht halt doch später. Oder einmal noch. Dass sie nichts bringen tut. Ich kümmere mich darum. Ich sollte mich vielleicht auf den Berg verschanzen irgendwo. Wow! Du Kribbelfisch. Kann das Viech hier rauf? Ich fürchte schon. Verschissener Bastard. Ja, das sage ich auch immer. Aber so könnte es auch gehen, schau mal. Die machen es einfach feig. Keine Munition mehr. Aha. Keine Munition mehr. Ach ne, echt jetzt? Okay. Dann ein Teller Suppe. Einmal Steam. Aber Ray macht echt schön Damage. Wow! Ray, walte deines Amtes. Hau das Viech weg. Ich hab keinen. Ich komm da nicht mehr hoch, glaube ich. Hat das umgebracht? Jawohl. Boah, nur 80 Punkte? Das ist traurig. Wo ist es denn verreckt? Hallo? Frecki? Da. So. Okay, das ist traurig. Das ist echt traurig. Naja, dann Mahlzeit. Okay, aber machbar. Munition ist alle. Stimmt. Ich wollte jetzt keinen Trank trinken. Und auch kein Steam nehmen. Ist egal, ich wollte es anders drücken. Da fällt mir gerade ein. Flammenwerfer haben wir auch bekommen? Seit wann? Echt? Okay. Habe ich leicht übersehen, überhört. Des Frostes. Eisball. Geschoss aus Eis bei dem Aufprall explodiert. Aha. Schaden, bla bla bla, Eisfächer, bla bla bla. Okay, der Feuerding ist ein bisschen stärker. Hat das sonst noch irgendeinen Effekt? Nö. Ist einfach AOE wahrscheinlich, ja? Flammenstrahl. Achso, das kann man ausbauen, ne? Die Fähigkeit war da, glaube ich, irgendwas, oder? Ist egal. Ich hoffe, die Munition lädt sich von selber wieder auf. Munition und Anführungszeichen. Gut, Chimäre kaputt. Geldbündel. Nur eine tote Chimäre ist eine gute Chimäre. So. Das zudem. Ich hätte vielleicht schlafen gehen sollen. Und dann sollte ich mich noch mit 3 weiteren anlegen? Ich habe echt einen an der Klatschen. Naja. Solange wir ein bisschen auf dem Berg sein können, irgendwie ist ja alles gut. Die sind aber ganz schön weit weg, ha? Dann schauen wir uns das Elend einmal an. Vielleicht sind die ja etwas, ja,
leichter zum Besiegen, weil sie ja Quest-Dingen sind. Da ist eine, ne? Boah, da schaut's aus. Okay. Ich renne mal ein Stückchen darüber. Das wird jetzt sehr lange dauern, bis wir die haben. Jo. Ich sollte mal speichern. Richtig. Richtig. Die eine Chimäre haben wir schon getötet. Dann geben die nur 80, Alter, und sind so bockschwer. Das ist eine Frechheit. Ich will eigentlich darüber. Ich hoffe, das geht sich aus. Passt. Perfekt. Ich will sie, wenn, von hier oben aus kaputt machen. Dazu muss aber der Kreisch erst einmal weg. Au. Da. Passt. Der ist hin. Boah, zwei Fäuste runtergefallen. Okay. Ach, du Heilige. Na gut. Ich würde sagen, wir speichern das mal. Wieder. Ich glaube, die Position hier oben ist gut. Ich hoffe, die können nicht spucken. Und dann will ich sie mal versuchen, mit Fernangriff-Dingens umzuhauen. Boah, Alter. Ah ja, der knurrt schon mal. Boah. Na, Ray, nicht runtergehen. Ah, ich glaube, wir haben echt da keine Munition mehr. Ne? Ich versuch's mal mit der Faust-Dingens. Ob die noch geht. Oder es geht deshalb nicht, weil wir... Ich hoffe, dass die da hoch können. Vielleicht geht es deshalb nicht, weil wir Dingensbummens. Ja, was wollte ich sagen? Ist egal. Handgranaten hätten wir auch noch. Hm, die würden sich hier vielleicht sogar anbieten. Boah, ich hoffe, die kommt nicht da hoch. Die Grunzen schon so grausig. Na gut, also. Probieren wir es mal. Ist das ein Flammenwerfer? Das Biest kaufe ich mir! Ja, Ray macht aber echt nicht schlecht Damage. Hä? Wieso habe ich mich jetzt selber angezündet? Das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Hä? Okay, da ist ein Bug. Da ist scheinbar eine Wand. Ja, das wollte ich nicht. Geh lieber ein bisschen zurück, hä? Vielleicht ist Ray auch die Wand. Ja, die haben wir gut getroffen. Die brennt auch schon schön. Die ist auch schon ziemlich im Arsch. Haben wir es getroffen? Ich glaube nicht, gell? Hihi. Na, brennt's nur schön. Ich weiß, das ist unspannend und unspektakulär, aber... Ja. Oh, die hat mich getroffen. Ich habe keine Ahnung, wie viel die Waffe an Munition noch hat. Wenn es so weitergeht, fuck ich mir wieder selber ab. Aha, da, 12 noch, ne? Warte, wir können die Munition wechseln. Auf was denn eigentlich? Keine Ahnung, ich probiere jetzt einfach mal. Oh! Aha. Wow. Da gibt es ja noch was. Aha. Was haben wir hier noch? Ah, ich glaube, das ist hier der normale. Der ist, glaube ich, am besten. Der ist am besten, ja. Da haben wir noch ein paar Schüsselchen. Da. Mist, er ist wieder, glaube ich, daneben gegangen. Dann hebt wieder den hinteren da. Ich hoffe, den treffen wir noch, ohne dass wir runterfallen. Oder auch nicht. Bleib mal stehen, du Viech. Ja, das war für nix. Oh, wir können nachladen. Ah, das freut mich jetzt aber. Jawohl. Echt, die eine schon hin? Cool. Also, wie gefreut's. Na, wo sind sie denn? Also die Quest ist nicht so schwer. Die ist ja watschen einfach. Oh, wie bitter. Hinten rennt so ein Viech. Aha, jetzt triff ich dir mal, ne?
braucht halt ein bisschen zum Nachladen, aber und treffen muss man auch. Also können wir sie schon gemütlich abfackeln. Ich finde es nicht schlecht. Grausige Viecher. Ja. Na, wo sind sie denn? Mann, das habe ich wieder versammelt. Hallo. Das Biest kaufe ich mir. Ja, das wäre mir auch recht. Voll in den Rücken rein. Ja, der ist auch gleich hin. Das ist sehr schön. Ja, die Quest geht ganz einfach. Ich entschuldige mich schon mal für die Überlänge. Aber das geht nicht so anders. Das geht nicht anders. Nee, nee. Ja, der ist auch gleich verbrennt. Fällt auch nicht mehr viel. Oh, hoppala. Oh, gleich haben wir's. Das ist ein gutes Plätzchen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag den Flammenwerfer. Wow, 160. Aha, die geben sogar mehr. Halt. So, gleich ist der auch weg. Jawohl, sehr gut. 1470 noch dazu bekommen. Sehr gut. Ich glaube, die Gefahr ist gebannt. Ich mag den Flammenwerfer. Mein Freund. Tsch. So. So, dann looten wir mal. Jetzt kommt doch irgendwo eine vierte her und die haut mich weg. Aha, das wäre ja typisch. Obwohl, kommt es schon. Es lädt noch ein bisschen. So, dann hier ein kleines Heilkräutelchen. So. Hier haben wir noch eine Schmerlilein. So. Dann ist hier noch was. Giftkriegerschwert. Oh. Also das liest sich super. Ein Zweihänder, gell? Oh, liest sich super, aber kann man noch lange nicht führen. Aber das Kriegerschwert könnte man bald führen. Schau mal. Ein bisschen Geschicklichkeit noch. Wäre schon cool. Ob es ausgeht? Hm, nicht wirklich. Da bräuchte man noch ein gutes Level-Up. Macht nichts. Wir haben ja eine. Unsere Axt ist eh nicht so gammelig. Super. Ich freue mich. Boah, da sind einige draufgegangen, ne? Puh. Gleich mal so ein ganzer Knochenhaufen. So, mächtiger Heiltrank, den können wir immer brauchen. Eisenerz. Ja, da hat jemand gekämmt. Öllampe, ja. Das war keine so gute Idee. Ohne Jetpack versuchen wir den Viechern da zu entkommen. So gut wie nicht möglich. Stimmt, speichern wir auch nötig. Das ist eine gute Idee. So, also ja bitte. Und der Part ist eigentlich auch zu Ende, stimmt. Ich sollte noch die Quest schnell abgeben und nicht blöd in der Gegend herumlaufen. Aber ich wollte noch schauen, ob es noch was zu mitnehmen gibt. Dingens haben wir, glaube ich, alles, ne? Wird schon passen dann. Gut, ich gebe noch fix die Quest ab und dann ist das gut. Denke ich mal halt. So. Na, Gefährte? Nein. Edan? Nein. Tavar war das, ne? Die Mutprobe. Na, wo ist das hin? Ignaton, weg. Hä? War dann, sollte da nicht was zum Abgeben sein? Hm, dann halt nicht. Dann können wir uns. Dann können wir den Part beenden und im nächsten suchen wir uns eine neue Quest aus. Ah, nicht schlecht. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!